Hallo bei den Spielzeugtestern. Bevor wir die Geschenke mit euch für die Kinder einpacken, zeigen wir euch, was wir Tolles von Niki bekommen haben. Wir zeigen euch jetzt die Sachen von Niki. Und passenderweise hast du einen Niki-Pullover an. Ja, der ist mega gemütlich. Und hier unten auch noch eine Niki-Hose. Willst du als erstes reingreifen? Ja. Okay. Hier guckt schon jemand oben raus. Oh, wie süß ist der denn bitte? Das ist ein Igel. Wow. Boswell, wo ich bin, wird die Hecke zur Party. Und der hat Regenbogen, fluffige, flauschige Stacheln, wollte ich jetzt sagen. Aber es sind keine Stacheln, stimmt's? Er hat super glitzernde, blaue Glubschi-Augen. Die sind mega süß. Und guck mal, die Stupsnase. Und die Stupsnase und ein weiches, dickes Bäuchi. Und weiche Füßchen. Und was hat er am Fuß? Ein original roten Niki-Stern. Ja, damit man weiß, dass das original ist. Und es gibt natürlich noch ganz, ganz viele andere süße Glubschis. Und die verlinken wir euch unten in der Infobox. Meiner. Jetzt bin ich dran mit ziehen. Ja. Ich fühle auch was Flausch. Warte. Ja, ich fühle auch was Flauschiges. Weißt du, was ich erst dachte? Das wäre der. Von hinten habe ich gedacht, das wäre der von Star Wars. Chewbacca. Aber das ist ein Kiwi. Oh, guck mal, wie ein Vogel. Weißt du, wie der heißt? Kiwi-Soda. Ja. Keiner ist so flink und flauschig wie ich. Oh mein Gott, ist der süß. Guckt euch mal bitte diesen Schnabel an. Der oh, hallo, willst du mein Freund sein? Ja. Yay. Und guck mal, ich habe auch so einen roten Stern wie du. High five. Peach. Oh. Ich hab nur ein weißes Öhrchen. Wolli Dot. Ich fühle mich wohlig weich, wie in Watte gepackt. Oh. Darf ich ihn auch mal anfassen? Oh. Oh. Oh, der fühlt sich ganz anders an. Der fühlt sich ganz anders nochmal an. Ein rosa Stupsnäschen und in den Ohren blau glänzendes Fell. Und an den Füßis auch. Und da ist auch wieder der rote Stern. Wow. Hi. Dutsch. Okay, ich fühle noch zwei Stück. Ich nehme den. Ich habe schon wieder einen Vogel. Nein. Wieder mit goldenen Füßen. Einem goldenen Schnabel. Du, die sind bestimmt verwandt. Ach ja, sind ja Vögel. Ich habe von hinten glitzernde Flügel. Zeig. Oh, so einen dicken, flauschigen Po. Er sieht aus wie ein Küken ein bisschen. Ja. Ein Küken. Der ist süß. Und die Füße sind auch ein bisschen kükig. Kükig? Wie Tasia. Bei meiner Haarpracht wird selbst ein Löwe neidisch. Ja, der hat wirklich viele Haare. Und das ist übrigens ein Babystrauß. Ich habe golden, orangene Füßchen. Und ein Schnabel. Eine Fliege in Was? Gold. Oh ja. Und mein originalen Stern von Niki am Bauchi. Sniffy. Ich bin immer bereit für den perfekten Tanz. Willst du mit mir tanzen? Ja, wir wollen alle mit dir tanzen. Yay. Die sind alle so süß. Ich hab den größten. Und ich würde sagen, die dürfen jetzt zugucken, wie wir die Geschenke für die Kinder packen. Yay. Jetzt wundert ihr euch vielleicht, warum wir hier zwei Schuhkartons vor uns stehen haben. Und einige, die uns vielleicht schon ganz, ganz lange folgen, die wissen, dass wir schon öfter sowas gemacht haben. Ja. Und zwar gibt es verschiedene Organisationen,
Da kann man Schuhkartons packen mit Geschenken für Kinder, denen es nicht so gut geht. Ja. Und wir machen mit bei dem Weihnachtspäckchen-Konvoi. Und da kann man sich aussuchen, möchte man für ein... Jung? Nee, für ein Kleinkind, vielleicht für ein mittleres Kind oder für ein Teenager Pakete packen. Und ich habe geguckt, Teenager kriegen am wenigsten. Die meisten packen für kleinere Kinder. Und deswegen habe ich jetzt Sachen eingekauft für ein Teenager... Mädchen und ein Jung. Und ein Jung. Und die Sachen holen wir jetzt mal raus, ja, weil die müssen wir alle... Wir zeigen euch die natürlich. Kaugummi. Hanna hat die Sachen auch noch nicht gesehen. Pack sie auf die Seite, okay, weil sonst kommen wir hier durch den Tüdel. Ich tue alles in den Deckel. Und die Sachen werden dann mit den LKWs nach Osteuropa gefahren. Und es geht darum, also gerade bei Teenagern, zum Beispiel auch was zum Malen, Kartenspiele, natürlich trotzdem was Süßes. Ja, Deo, Schnuppi, auch wichtig. Oder nicht? Ja, Aufkleber. Ich habe zwei Ringbücher. Nee, du hast einmal Linien und einmal Karos. So wie du in der Schule auch hast. Habe ich auch. Linien und Karos. Tun wir schon mal rein hier. Zack. Dann haben wir einen ganz normalen Malblock mit weißen Blättern. Ja, ich habe ein Pferd. Und dann haben wir einfach noch einen College-Block. Und nicht zu vergessen, genau, eine Eule und ein Tiger. Ja, und dann habe ich gedacht, kleine Kinder malen ja gerne aus. Und etwas größere machen das auch. Das ist sogar eigentlich für Erwachsene. Und ich habe gedacht, guck mal, sogar eine Katze. Und ansonsten können die ja sicherlich immer noch ihre Sachen verschenken zum Beispiel oder tauschen. So, wir müssen gucken, dass wir das irgendwie anständig... Was hier drin ist. Ich bin nämlich auch... Packen. Ich habe einmal Knicklichter. Leuchtende Knicklichter gehen immer. Oder nicht? Ah ja, genau. Das kannst du auch einmal kurz zeigen, was du da hast. Das habe ich gut eingepackt, damit es nicht ausläuft. Was ist das? Das ist ein Shampoo. Nee, Duschgel. Duschgel? Glaube ich. Was für die Mädchen-Schminkzeug? Ja, hey. Ich meine, Hanna hat da manchmal auch schon Lust zu. Nagelfeil. Ja, Zahnbürste. Achso, ich habe immer noch deine Pinsel in der Hand. Ja, Zahnbürsten, Zahnpasta. Ja. Wo wenig Geld da ist, fehlt es an den wichtigsten Sachen, so wie Zahnbürste und Zahnpasta. Haarbändern. Ja, und das beste Highlight. Ein Schminke bei hier. Oh, das ist zu! Okay. Schnuggi. Das ist neu. Ja, eine kleine Schminkpalette, weil ich dachte, es müssen ja nicht nur Sachen sein, so wie, ich sag mal, Zahnbürsten, die man wirklich haben sollte oder Deo, sondern auch irgendwas, wo dran das Mädchen Spaß hat. Ja. Schminken. Ja, da habe ich selbst auch Spaß. Haben nicht alle Spaß dran, aber wie gesagt, die können ja untereinander tauschen. Einfach Aufkleber. Aufkleber gehen auch immer. Was hast du hier drin? Zeige ich gleich, weil ich will, nee, erst die flachen Sachen. Wir müssen zum Beispiel erst das Geodreieck und sowas. Geodreieck habe ich auch schon in der Schule gehabt. Ja, die haben natürlich Schule und brauchen auch Schulsachen. Deswegen gibt es auch Bleistifte, lecker, Schokolade. Ich habe natürlich auch Karten. Die lege ich hier hin. Ja, muss mal gucken, wie das passt. Das ist ja nicht so. Oh, jetzt habe ich die Knicklichter. Hier rein. So, bunte Stifte. Eine Bürste. Und einen... Kugelschreiber. Ich habe eine Bürste. Leckerlis zu Weihnachten. So, das kommt. Oh, ein Waschlappen. Noch ein paar Leckerlis. Die Deo-Rolle kommt. Ich glaube, die Socken waren bei mir ganz oben drauf und die Ponche. Wir haben. Bei mir auch, aber egal. Schnuggi, ich glaube. Meinst du, das wird sowas? Ja. Ich baue erstmal an einer Seite. Ich habe zum Beispiel noch einfach für einen Jungen eine Tasche. Und Ponche. Ich bin fertig. Hattest du die Bonsche, hattest du auch, ne? Ja. Dicke Socken. Guck mal, Mami, ich bin fertig. Und es geht zu? Ja, ich muss nur wissen, wo... Oh, warte, warte. Darf ich mal kurz gucken? Ja, doch. Wir packen das gleich nochmal in Geschenkpapier ein. Ja. Und dann bleibt das auch auf jeden Fall zu. Und ich habe auch noch ein paar dicke Handschuhe und natürlich auch... Oh, eine Mütze. Oh, jetzt wird's eng.
Da habe ich Bänder gepackt. Dann habe ich hier drin natürlich auch Zahnbürsten, Zahnpasta, ein Deo, ein Duschgel, alles für Herren, eine Bürste und ein Nagelknipser, weil Männer benutzen ja nicht so oft Feilen. Ja, wir wissen's. Kurzer Tipp, nur so ganz nebenbei am Rande, dass ich weiß nicht, ob ihr ein Woolworth oder Woolworth bei euch in der Nähe habt. Ich gehe immer kurz nach Weihnachten, so zwischen Weihnachten und Neujahr und vielleicht auch einen Tick später hin. Und dann gibt es dieses Geschenkpapier oder eben auch dieses für 10 Cent. Ursprünglich 1 Euro, dann runtergesetzt auf 50 Cent und dann auf 10 Cent. Und jedes Jahr bin ich da und decke mich ein mit Geschenkpapier für 10 Cent. Die ganze Rolle. Und das bringen wir jetzt morgen zur Sammelstelle. Das, also ich verlinke euch das auch unten in der Infobox, den Verein. Und dann gibt es Sammelstellen, bestimmt auch in eurer Nähe. Und da gebt ihr dann die fertigen Pakete einfach ab. Kann ich denn draufkleben oder die? Guck mal. Wie du möchtest. Unsere Päckchen sind fertig und gehen hoffentlich auf eine sichere Reise und werden ein Jungen und ein Mädchen sehr glücklich machen. Ich hoffe, ja. Bis zum nächsten Mal bei den Spielzeugtestern. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, macht den Daumen hoch. Und nicht vergessen, unseren Kanal kostenlos zu abonnieren. Und hier könnt ihr unser letztes Video anschauen.